Heiko, es geht weiter mit Let's Play Lufia. Aber beim letzten Mal haben wir uns weiter durch die Ahnenhöhle gekämpft. Abwechslung. Und wir haben eine Blauschatzkiste gefunden mit dem Flutjuwel. Und diesmal finden wir Kryptoschild. Haben wir den nicht schon? Hat den nicht Selan? Kryptoschild. Hey, und die anderen konnten ihn nicht anlegen, was? Hey. Cool. Doppelt. Ich hoffe, wenn man hier einmal komplett durchgeht, findet man auch alle Items, die man hier finden kann. Weil ich habe keine Lust, hier einmal durchzugehen. Das dauert mir irgendwie zu lange. Vielleicht offscreen mal irgendwie, aber im Let's Play selbst bestimmt nicht. Also vielleicht mache ich mal einen Zusammenschnitt dann oder so. Aber ich hoffe einfach, dass wir hier mit einem Mal durchkommen. Dolch war, glaube ich, ziemlich schlecht. Analogstick, würdest du bitte nach unten gehen? Hallo? Danke. Meine Güte. Ich suche immer noch Heilfelder. Ich suche immer Heilfelder. Normale Heilfelder und Magie-Heilfelder. Dolch. Trollalalalol spielt. Trollalalol. Na gut. Töten wir erstmal den Zombie. Und Skeletor und Zombie und Skeletor und Zombie und Skeletor und Zombie. Und Maxim macht immer noch keinen Schaden. Aber geil. Damit ist alles gut. Kann Seda nicht zwei Kryptoschilde tragen? Sie kann auch eins als Schild benutzen, das andere kann sie sich so auf den Kopf legen. Wie so ein Helm quasi. Hätte sie ein bisschen mehr Verteidigung. Oder wir können es Tanuk geben. Man hat Tanuk mehr Verteidigung, weil ich hatte nicht mehr so viel Angst und rennt nicht mehr so viel weg dann. Ich wollte Maxim heilen, fällt mir gerade rein. Sollte ich vielleicht mal tun, wenn wir hier kein Heilfeld finden. Nein, tun wir nicht. Okay. Ich glaube, Guy konnte das, ne? Superkraft. Okay. Auf Maxim. So. Will, das funktioniert jetzt nicht so cool, wie ich denke. Mal sehen. Und Deka bräuchte eigentlich auch Heilung. Superkraft. Yay. Oh, das verbraucht ja unglaublich wenig Zornpunkte. Ich dachte, das würde voll viel brauchen. Na, wenn das so ist, dann Superkraft auf Deka. Yay. Sehr gut. Geil, jetzt bist du wirklich ganz definitiv der Man. Jetzt kannst du nicht nur draufhauen, jetzt kannst du auch noch heilen. Und wie gut. Geil ist mein Held. Ich glaube, wir schaffen die Ahnenhöhle. Wir können gar nicht verlieren. Wir haben den Man dabei. Und da ist ein Zombie. Na los, lauf nach unten. Ich will dir in den Rücken fallen. Dann halt nicht. Oder doch? Komm schon. Ha. Mehr oder weniger. Passt schon. Sollen wir sie dann auch heilen? Na, erstmal nicht. Die hat hier ein Kryptoschild. Die hält doch was aus. Und vielleicht halt Tanuk sie ja. Wow. Sehr schön. Gut gemacht, Tanuk. Okay. Ganz einfach wieder so geheilt, dass ich keine Angst haben muss. Das finde ich gut. Denn jetzt kommen wir hier auch viel besser durch. Muss nicht so eine Panik schieben. 123 Schaden. Ich glaube, Tarnung hat einfach quasi überhaupt keine Verteidigung, ne? 49. Wir brauchen Essen für Tanuk. Wir brauchen wirklich Essen für Tanuk. Ich glaube, hat er nicht diesen Dolch gefressen? Ich gucke mir jetzt den Dolch mal an. Wo ist der Dolch? Den hatten wir doch, glaube ich, sogar mehrere von. Dolch, zwei Stück. Er hat keine Zornattacke. Und der ist garantiert auch total schlecht. Ja. 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 Okay. Wobei ich echt nicht sicher war, ob Tarnung den fressen wollte. Von daher warte ich mal, bis er irgendwann nach einem Dolch schreit. Dann bekommt er den und dann... Ach, Feind, renn halt vor mir weg. Mir auch egal. Heilsirup gefunden. Yay. Ist hier noch was? Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir quasi schon. Okay, die Treppe war... Die war da links, ne? Hi, Zombie, der im Kreis rumrennt. Geht's dir gut? Hey, das war voll mies. Das war mein Gamepad wieder mal. Wollt nicht nach unten laufen. Naja, was soll's. Bringen wir euch um. Wow. Geil, macht so einen Schaden. Ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt.
werde mich niemals dran gewöhnen. Niemals, niemals, niemals. Niemals, niemals. Jetzt ist Tarnuk noch weiter hinterher vom Level her. Das ist der erste, nein, Minirock haben wir nicht. Blaue Kiste. Blaue Kiste. Blaue Kiste. Düster Juwel. Diese Juwelen klingen immer so enttäuschend. Ich kann mich da nicht drüber freuen. Okay. Das können alle anlegen. Dann schauen wir doch mal. Erhöht die Magie. Super. Verleiht dir die Kräfte der Dunkelheit. Schattenmacht trifft alle Gegner. Hat Guy mehr Magie als Maxim, obwohl Guy nicht mal Magier ist und keine MP-Punkte hat und... Ich gebe es trotzdem mal Maxim. Einfach weil Guy ist schon so imbar. Ich meine, der kann angreifen und der kann heilen und irgendwie nimmt er quasi keinen Schaden. Und wenn er jetzt auch noch zaubern kann, dann ist Maxim ja vollkommen unnötig. Dabei ist Maxim doch der Held. Er muss doch auch was können. So. Okay. Heilfeld. Heilwand. Falls es sowas gibt. Ich glaube nicht, aber kann ja noch hoffen, oder? Okay. Geht kaputt. Yay. Schaden. Sehr gut, Maxim. Sehr schlecht, Tarnuk. Sehr gut, Guy. Und Zelan, du bist so lahm. Aber egal. Krafttropfen. Krafttropfen. War das irgendwas, was dauerhaft irgendwas erhöht? Habe ich schon irgendwas gesagt? Sortieren. Huch. Krafttropfen. Tropfen? Bin ich jetzt blind? Kraft. Wasser, Zaubersinn, Krafttrank. Ja, wo ist das denn hinsortiert worden? Ah, Krafttropfen. Ach, das war das im Kampf. Erhöht Stärke. Ach. Ich hasse diese im Kampf-Items. Das lohnt sich hier echt nicht bei denen. Du greifst zuerst an. Yay. Gut. Die kriegen wir platt. Bestimmt tauchen auch bald irgendwelche Feinde auf, die mir draußen, also im richtigen Spiel, noch gar nicht begegnet sind. Wäre irgendwie auch komisch, wenn wir den zuerst in der Armhöhle sehen, bevor wir sie im eigentlichen Spiel sehen. Aber naja. Yay, Gegengift. Juhu. Das ist einerseits cool, aber andererseits ist es auch schlecht, weil ich wette, wenn die Gegengift droppen, dann können die auch vergiften. Das ist ein riesiger Raum. Was zur Hölle. Yay, Tarnuk-Futter. Willst du es fressen? Nein. Schade. Feinde. Ich suche immer noch Heilfelder. Heilfeld. Heilfeld! Und 50.000 Wege. Okay, das ist schon mal ein schöner, kurzer Weg. Hey, ist die Truhe toll? Du stehst so davor und bewachst dir. Hallo, das war doch kein Überraschungsangriff. Ich bin doch in ihn reingelaufen. Na gut, Spiel. Dann war das halt ein Überraschungsangriff. Pseh. Wenn du meinst. Geil, macht euch trotzdem platt. So oder so. Definitiv. Aha. Ich bin ganz sicher. Auch wenn der eine gerade überlebt hat. Das ist nur, weil die anderen so schwach sind. Level 18 sind wir schon. Oh. Mal gucken, welches Level wir hier noch erreichen werden. Vielleicht kommen wir echt bis Level 99, wenn wir bis Ebene 99 kommen. Was krass wäre, weil draußen haben wir ja nur... Welches Level haben wir draußen? Ich weiß schon gar nicht. Schon so lange her und ich bin so lange in dieser Ahnenhöhle. Ich habe schon keine Ahnung mehr vom eigentlichen Spiel. Was war aber eigentlich ein Spiel gerade? So storymäßig. Ich glaube, ich habe ein Boot bekommen. Ja, genau, das Bötchen. Das Spielzeugbötchen. Ich erinnere mich. Und irgendwie sind wir nicht zur Story gefahren, sondern zur Ahnenhöhle. Einfach so. Und jetzt hängen wir hier fest. Und Maxim hat gerade ganz schön Aua bekommen. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich möchte langsam bessere Rüstungen finden. Bitte. Bitte, bitte. Oh, die Feinde. Können manche Feinde nicht auch Rüstungen droppen? Die waren zwar immer schlecht im Spiel, also im Story-Modus, aber hier ist es bestimmt besser, als was wir momentan haben. Bestimmt. Geh kaputt. Yay. 900 Erfahrungspunkte. So, jetzt sind wir wieder in dem riesigen Raum. Da ist noch ein Feind. Oh, ich wollte dich von hinten überraschen, Mann. Pah. Oh. Ein Hund. Ha. Wo kommt der denn her? Den haben wir doch gar nicht gesehen hier drin.
Tarnuk heilt. Yay. Yay. Sehr schön. Schaden. Und die könnten mal ganz leicht, genau, Guy angreifen, damit er Zornpunkte bekommt. Ich glaube, wenn die gar nicht treffen, bekommt er auch gar keine Zornpunkte. Ha. Bisschen unfraglich, dass Guy dann diese coole Heilrüstung hat. Aber naja, noch hat er genug Zornpunkte. Und vielleicht sollte ich Maxim bald schon wieder heilen. Und Seeland vielleicht auch. Ha. Ha. Hatten wir nicht noch so ein Heildingens? Ego-Kraft? Mal gucken, wer das hat. War das hier irgendwo? War das die Camo-Rüstung? Gibt allen Kämpfern. Oh. Okay. Da kommen wir her. Wo wird das denn hin? Okay, bin verwirrt. Egal, gehen wir hier weiter. Und hier ist auch das Ende. Und hier ist auch die Treppe. Sehr schön. Leinmantel. Konnte der irgendwas? Weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war er, glaube ich, schlecht. Ja. Und er konnte nichts. Okay. Tarnuk-Futter, wenn Tarnuk es möchte. Wahrscheinlich nicht. Und das war kein Überraschungsangriff. Ich bin in ihn reingelaufen. Mann. Ach. Okay. Ich sollte echt versuchen, richtiger in die Feinde reinzulaufen. Naja. Was soll's. Ich sollte, glaube ich, Seelan heilen. Wenn ich jetzt wüsste, ob wir da nicht doch endlich mal so ein cooles Heilfeld finden würden bald wieder. Superkraft! Na komm. Sicher ist sicher. Maxim müssen wir auch bald heilen. Ich glaube, die Rüstung, die Guy gerade anhat, konnte die anderen ja auch anziehen. Dann kann ich bei Guy ja ruhig die Zaunpunkte leer machen und dann gebe ich die Rüstung quasi weiter an den Nächsten. Dann gibt's einen neuen Heiler. Gut. Passt schon. Und auf die nächste Ebene! Ebene 19! Wow! Das war unglücklich. Ich hätte sie nicht so in mich reinrennen lassen dürfen. Aber egal, hier gibt's ganz viele Schatzkisten. Ganz viele Schatzkisten und ganz viele Monster. Aber ganz viele Schatzkisten. Hör auf mich zu schlagen, Mann. Hallo, wie oft greifen die denn an? Geil. Maxim heilen. Bitte. Danke. Superkraft. Oh yeah. Superman. Seelan macht den Schaden. Mehr Schaden als Deka. Das ist fast schon gruselig. Aber gut. Yay. Und ich glaube, es wird die Rüstung echt keinem anderen geben, weil dadurch, dass Guy keinen Schaden nimmt, kriegt er auch keine Zaunpunkte mehr. Vielleicht kann ich es Deka geben. Aber Deka ist so langsam. Oder Maxim? Weil wenn das 50% heilt, dann ist es ja egal, wie viel die Camo-Rüstung hat, den Leinenmantel. Der hat nichts gemacht. Ja genau, gehen wir erstmal Maxim. So, jetzt ist Maxim der neue Heiler. Heilfeld? Natürlich nicht. Habt ihr so ein Laufmuster? Ja, habt ihr. Angriff von hinten! Ich krieg's nicht hin. Daneben von der Seite. Geht auch. So, muss ich heilen? Nein, kommen wir so durch. Okay. Die kriegen wir platt. Und Tarnuk heilt uns. Auch gut. Dann muss Maxim das nicht machen. Sehr schön. Und Guy haut drauf. Und Seelan haut auch drauf. Yay. Und noch mehr Gegengift. Yay. Das wir hoffentlich nicht brauchen werden. Aber wir haben es. Und habe ich jetzt den Rechten erwischt oder hat mich der Obere erwischt? Egal. Doppelkampf wahrscheinlich. Kriegen wir auch hin. Welche Ebene sind wir? 19? 19 von 99? So kann man sagen, haben wir bald so ungefähr irgendwie ein Fünftel geschafft. Hm.
Und wo gab es diese Gotteshand? Wie ist es nicht ab. Also, war es nicht ab Ebene 15 oder war es ab Ebene 20? Ha. Und da sind die anderen Skorpione. Yay, yay, yay. Geht kaputt. Bringt uns noch mehr Erfahrungspunkte. Los. Und wir haben immer noch kein Magie-Heilfeld gefunden. Ich meine, guckt euch mal unsere Magiepunkte an. Die sind so mickrig. Und das ist, obwohl wir noch nicht mal einen einzigen davon benutzt haben. Das sind einfach noch die vom Anfang. Die 20 und 21, die Maxim und sie lang hatten. Wir haben so coole Zauber und ich kann sie nicht benutzen, weil ich keine Magiepunkte habe. Ah. Ich meine, klar, ich weiß, ich habe Items, um die Magiepunkte aufzuladen, aber es ist irgendwie so verschwenderisch. Wer weiß, was noch kommt. Degen! Bist du gut, Degen? Schauen wir doch mal. Degen. Kann ich nicht benutzen. Kann Maxim benutzen, ist schlecht. Kann Seda benutzen, ist schlecht. Hat auch keine Zornattacke. Okay, ist wirklich schlecht. Oh, Kürbis. Kürbis? Kürbis! Yay! Hallo, Kürbis, dich kennen wir. Ich glaube, es kommen echt bald Feinde, die wir nicht kennen, weil so langsam habe ich das Gefühl, die Kürbisse sind noch nicht allzu lange her, als wir den Dungeon mit denen gemacht haben. Ich bin gespannt. Neue Feinde. Geht kaputt. Danke. Ich muss sagen, einerseits ist die Ahnenhöhle echt cool. Und andererseits ist es zwischendurch echt ein bisschen... Also man hat das Gefühl, nicht voranzukommen. Obwohl man eigentlich schon vorankommt. Ein Kleid. Kraftsirup. Hier sind ganz schön viele Feinde. Ich mache euch mal ein Speed-Up, wie ich die platt mache. Bis gleich. Alle Feinde platt, alle Schatzkisten geöffnet. Tarnuk füttern. Tarnuk, 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 Dolch bekommst du. Es war auch ein bisschen was an neuer Ausrüstung dabei. Nichts hat wirklich gut klang, aber... Feuerball! Habe ich keinen Feuerball. Frostball, Nebelball, Terrorball. Ah, ernsthaft. Kein Feuerball für Tarnuk. Eisball habe ich auch noch. Oh. Na gut. Also... es war auf jeden Fall eine Peitsche dabei. Die Reitpeitsche. Oh, die ist sogar gut. Ich mach die Eisbombe. Okay. Und ein Kleid war dabei. Natürlich nur für Delan. Kleid für Frauen kann auch nichts. Und das Eisenhemd war noch dabei. Huch, Moment. Achso, ist besser als der Leinenmantel. Der Leinenmantel konnte eh nichts. Von daher. Erhöht die Kampfkraft und füllt die KP um 50% auf. Yay. Das ist ja schon wieder ein... wobei, dann sollten wir es... Moment, du hast auch ein Heildingens und du hast auch ein Heildingens und... Okay. 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 Gut. Dann... Nein, hä? Wo habe ich es jetzt hingepackt? Da oben ist es. Genau, Eisenhemd. So. Dann können unsere Jungs jetzt alle heilen und Seela nicht. Verkehrte Welt! Aber gut. So, die Ebene hier machen wir noch fertig in dem Part. Ich denke mal, auf diesem riesigen Raum wird nicht mehr allzu viel kommen. Außer Feinden, die sich einfach nicht bekämpfen lassen wollen und immer wegrennen. Aha. Hab dich erwischt, Mann. So. Haben wir mal drauf. Und ich glaube, Seelan ist inzwischen wieder schneller als Guy. Muss wohl irgendwie am Level gelegen haben. Ja, ist wieder schneller. Mysteriös. Aber gut. Geht kaputt. Ach, so langsam ziehen sich die Kämpfe echt ein wenig. Aber ich muss die mitnehmen. Weil sonst wäre das, glaube ich, echt nicht zum Level her am Ende. Ja, ja. Schlagen wir uns durch. Tarnuk, du nicht. Du heilst. Wir schlagen. Tarnuk hat schön gehalten, den ganzen Kämpfen da oben, muss ich sagen. Vielleicht kam es nur so vor, weil es einfach so viele Kämpfe waren. Und dann heilt er natürlich ein paar Mal. Aber wir sind recht gut aufgeladen momentan.
So, hier war nichts. Es war hier unten noch eine Tür. Irgendwo muss die Treppe auch noch sein. Treppe? Treppe, Treppe. Oh, schon wieder zwei Wege. Da unten ist ein Fein. Gehen wir erstmal hier lang. Hier ist... Mein Gott, wie riesig ist diese Ebene? Hier ist die Treppe. Okay. Hier ist nichts. Immer diese leeren Räume, die gibt's total oft. Ha. 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 Okay, es wird dann der andere Raum sein, den wir eben von oben gesehen haben. Oder bist du der andere Raum? Ja. Sah so aus. Hier sind noch Fallen, hier ist noch eine Tür. Machst du mich raten? Leerer Raum. Nein, das ist nicht leer. Kürbis. Hi. Da war nur einer. Sehr schön. Ein Feind geht immer schön platt, ohne dass man Schaden bekommt. Ne, nicht immer, aber fast immer. Für gewöhnlich. Sagen wir es mal so. Geh kaputt. Danke. Hatten wir nicht auch Kürbisjuwelen manchmal? Ich weiß nicht, ob das gut war, aber wir haben ja bei manchen Karas noch gar keine Juwelen. Von daher wäre das besser als gar nichts. Heilfeld. Komm schon, Spiel. Ach. Na gut. Ein Kürbis in einem großen leeren Raum. Armer Kerl. Er war bestimmt einsam, so ganz alleine. Naja, kann man nicht machen. Jetzt haben wir ihn ja von seinen Qualen erlöst. Dann klappt dieser Part schon wieder viel zu lang. Egal. Die Ebene schaffen wir noch. Werden die Kämpfe dann mal ein Ende finden. Ich sollte mir irgendwelche Gesprächsthemen überlegen für die Kämpfe. Weil so viele, wie das hier sind. Wer ist eigentlich euer Lieblingskara bisher? Schreibt's in die Kommentare. Yay. Und dann kann ich irgendwann in 10.000 Parts in der nächsten Aufnahmesession darauf reagieren. Mein Lieblingsguy. Wer hätte das gedacht? War bestimmt nicht zu sehen, zu merken bisher. So, Klatscher. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Dungeon die Klatscher vorkamen. Kamen die überhaupt schon vor? Kennen wir die schon? Ich erinnere mich gerade nicht wirklich. Und ich sollte öfters gucken, was Tanuk futtern will. Dolch. Aha. Seht ihr? Ich sollte wirklich öfters gucken. Dolch, den kannst du haben. Der war eh voll doof. Dolch. Hier. Willst du dir noch ein paar Bälle fressen? Wir haben ganz viele Bälle. Nein, du willst eine Peitsche. Natürlich willst du eine Peitsche. Du willst immer das, was wir nicht haben. Diese verwöhnten Kapselmonster. So, beim nächsten Mal geht's dann weiter mit der Anhöhle. Wer hätte das gedacht? Also dann. Ciao.